Moment, jetzt eröffne ich gleich den digitalen Salon. Sehe in wenigen Sekunden. Tada! So, die Idee zu diesem Salon kam mir bereits im letzten Jahr, allerdings noch unter ganz anderen Vorzeichen. Damals plante ich ein analoges Format, das rund um Themen geht, die die Veränderung der Gesellschaft unter den Vorzeichen der Digitalisierung aus wissenschaftlicher Perspektive so ein bisschen reflektiert, bespricht, wie man das auch mal nennen möchte. Ein Teil der Idee war es, dass die Präsentation der Ergebnisse der Arbeit Studierender viel zu oft in den Seminaren versanden und es doch vielleicht wünschenswert wäre, ein wenig mehr Licht auf die ein oder andere Idee zu werfen. Darüber habe ich dann mit Studierenden meiner Seminare gesprochen und sie waren der Idee gegenüber zumindest, ich sage mal, nicht abgeneigt. Dann kam jedoch Corona und der Plan eines analogen Salons war für mich zunächst vom Tisch. Als das Semester dann mit der Fernlehre begann, sprach mich Martin Kraft, am Ende der ersten Sitzung eines Seminars an und fragte, was ist denn jetzt mit dem postdigitalen Salon? Der also sozusagen ist auch mit dafür verantwortlich, dass wir gerade hier alle sitzen. In dem Moment jedenfalls hat dann bei mir was geklickt. Ich bitte jetzt mal darum, das nicht als zynisch zu verstehen, aber in dem Moment wurde mir bewusst, dass die Krise bei allem Unbill, das sie ja so darstellt, an diesem Punkt sowas wie eine doppelte Chance bot. Einerseits bietet sich die Chance, oder ich wage es sogar fast von einem Kairos zu sprechen, instantan zu reflektieren, was bislang immer irgendwie als Utopie oder Dystopie am Horizont schwebte, nämlich die Postdigitalität, weil sie urplötzlich trotz aller Vorbehalte Grundlage unseres beruflichen Alltags wurde. In dieser krisenhaften Situation bietet sich nun also die Chance, Spuren dieser gesellschaftlichen Transformation in acto ins Auge zu fassen. Und das ausgehend von den Gesprächsanlässen unserer TeilgeberInnen, die hier heute versammelt sind. Und die stelle ich euch gleich vor. Der zweite Teil der sich bietenden Chance bezieht sich darauf, dass sich durch die Krise auf diesem Wege möglicherweise größere Entfernungen in vertikaler und vielleicht auch in horizontaler Perspektive mit geringem Aufwand überbrücken lassen. Horizontal deshalb, weil hier, wenn ich es richtig überblicke, Menschen aus Linz in Österreich, Passau, Berlin, Bielefeld und ich weiß nicht, ob Klaus schon da ist, aus Wien, via digitaler Schalte zugegen sind und natürlich aus Dresden bzw. Köln. Vertikal, weil wir hier aus unterschiedlichen universitären Statusgruppen, aber auch externe aus Schule, Gesellschaft und Wirtschaft zusammengefunden haben. Und bei der Überwindung der horizontalen Distanz hilft die Digitalisierung. Um die vertikale Distanz zu überbrücken, schlage ich vor, dass wir hier ein allgemeines Arbeits-Du, vorhin kam von Barbara ja schon mal die Frage, in der Konversation pflegen und die üblichen Statusunterschiede hier im Salon einfach außer Acht lassen. Die Erfahrung aus vielen Barcamps hat nämlich gezeigt, dass Diskussionen und informelle Gespräche ohne die Aufrechterhaltung des Status durchaus äußerst fruchtbar sind. Ich weiß nicht, wer sonst schon mal die Erfahrung gemacht hat, ich jedenfalls des Öfteren. Damit stelle ich euch jetzt mal die Teilgeberinnen des heutigen Abends vor. In der Rubrik Gifted Presentations aus der Lehre, da begrüßt bitte mit einem virtuellen Applaus Kira Jacobs, Jana Westermann und Martin Kraft von der Universität Bielefeld. Alle drei studieren interdisziplinäre Medienwissenschaften und ihr Thema ist heute das Social Credit System in China. An der digitalen Werkbank stehen heute von der PH Linz aus Österreich Professor Michael Atzwanger, der Leiter des Instituts für Medienbildung und außerdem organisatorischer Leiter des regionalen Kompetenzzentrums Oberösterreich für Informatik und digitale Medien. Dr. Thomas Schöffner, Mitarbeiter des Instituts für Fort- und Weiterbildung, der aber auch schon sehr lange in der Medienbildung aktiv ist und, wenn ich mich recht entsinne, an der TU Dresden promoviert hat. Thomas, ist das richtig? Na, ist richtig, stimmt, ja. Auch von der PH Linz in Österreich, Thomas Wimmer, er ist dort als Apple Professional Learning Specialist. Und die drei werden uns heute drei digitale Tools ganz kurz vorstellen und eins davon ausführlicher. Das sollt ihr dann entscheiden, welches das sein wird. Da wird es ein Abstimmungsverfahren geben. Die anderen Tools werden dann nächste bzw. beim übernächsten Salon stattfinden. Beginnen möchte ich den Salon heute mit der Rubrik Begriffserklärung. Als ich die Einladung versandt hatte, erhielt ich, wir haben das eben im Vorgespräch schon mal so kurz angesprochen, eine prompte Teilnahmebestätigung mit folgendem Inhalt.
Und zwar sagte da jemand oder schrieb jemand, das Format ist doch sehr digital oder erscheint doch sehr digital für einen postdigitalen Salon. Zwinker-Smiley. Ich weiß nicht, ob der Absender dieser Mail genannt werden will. Was meinst du, Oliver? Hast du eine Idee? Weil ich nehme diese Mail zum Anlass, zu unserem ersten Gast heute überzuleiten, über die ich mich ganz besonders freue. Und ich bitte in diesem Fall um einen ganz besonders herzlichen digitalen Applaus für Christine Klein. Klatscht, pfeift, trampelt mit den Füßen, was auch immer, dass sie es bis nach Dresden hört, wo sie gerade ist. Christine Klein ist nämlich, die hat sich auf eine Anfrage von mir via Facebook ganz spontan bereit erklärt, uns heute eine ganz kurze Einführung in den Begriff Postdigital bzw. Postdigitalität zu geben. Und warum Christine Klein? Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunst und Kunsttheorie der Universität zu Köln. Sie studierte Kulturwissenschaft, Kunstpädagogik, Philosophie, Germanistik und Bildungswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin, der TU Dresden und der Boston University. Und sie ist, und das ist der Grund, weswegen ich sie angesprochen habe, Mitherausgeberin des Sammelbands, den man im Internet kostenlos runterladen kann, Post-Digital Landscapes von 2019. Außerdem Mitherausgeberin des Workbook Arts Education und der Plattform PR-Texte, Post-Internet Art Education Resources. Da musst du mir vielleicht gleich nochmal helfen, Christine. Ihre Forschungsinteressen sind Kunstpädagogik im Kontext postdigitaler Kulturen, Zukunftsentwürfe in aktueller Kunst, Schulentwicklung und Bildungstheorie. Und damit sage ich mal, Christine, der Laden gehört jetzt dir. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ich wünsche viel Spaß und ich hoffe, wir haben spannende Gespräche. Ja, vielen Dank für diese sehr nette Einführung. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und bin auch selbst sehr gespannt über die anderen Beiträge, die es heute Abend hier geben wird. Ich tendiere dazu, sehr schnell zu reden. Deswegen gibt es zu Anfang in dem Chat jetzt eine Linkliste. Die poste ich gleich zu Beginn. Genau, in der Einführung wurde ja schon gesagt, dass ich aus der Kunstpädagogik bzw. aus der Kunsttheorie komme und daher speist sich auch so meine Perspektive auf Postdigitalität und daher kommen auch meine Beispiele. Und um das nicht in so einer trockenen Begriffsarbeit nur zu belassen, habe ich jetzt mal zu Beginn eine künstlerische Arbeit ausgewählt, das mal zu nominieren, von Aram Barthol, die so ein bisschen zeigt, was mit Postdigitalität gemeint sein könnte. Die Arbeit heißt The Perfect Beach, das ist eine Performance und die lädt dazu ein, sich am thailändischen Strand vor einem großen Fotohintergrund fotografieren zu lassen und dieser ist mit einem sehr idealisiert dargestellten, aus dem Internet gefundenen Bild mit dem Strandmotiv bedruckt. Und ich finde sehr schön, dass er damit eigentlich lediglich imitiert, was ohnehin schon den Alltagshintergrund von uns allen bildet, nämlich dass im Zeitalter der Programmautomatik und der Filterfunktion jedes Foto automatisch perfekter gemacht wird. Die Haut wird glatter, das Wasser blauer. Und dieses Setting, dieser Performance, The Perfect Beach, bietet gewissermaßen eine Dienstleistung an, also das, was vielleicht für die Fotonachbearbeitung für Instagram erfolgen würde, das macht er hier schon mal vor Ort. Und damit legt er aber auch, wie ich finde, auf ganz charmante Weise offen, was Produktionsbedingungen digitaler Bilder heute sind, nämlich hier geht es nicht um die Funktion, ich scroll mir so ein bisschen rum noch, der digitalen Kamera oder des digitalen Bildes, sondern um Bildzirkulation, um Aspekte, wie solche Bilder überhaupt entstehen, welche Vorstellungswelten sich da generieren und vor allen Dingen auch, wie sich unsere Wahrnehmung dadurch verändert. Das hier erstmal so als erster visueller Eindruck. Der Begriff des Postdigitalen ist kein unproblematischer und es hat einen ganz großen wesentlichen Grund, und zwar, dass dieses Präfix Post ganz unterschiedlich besetzt ist. Das hat Florian Kramer, ich gehe jetzt hier mal auf den zweiten Link, weil das verfolgen möchte. Das hat er hier mal ganz gut in seinem Artikel What is Post-Digital dargestellt. Und zwar ist das Präfix Post ganz unterschiedlich besetzt. Also einerseits zum Beispiel in der Funktion wie bei Post-Histoire, was die quasi einen Zustand nach dem vermeintlichen Ende der Geschichte bezeichnet.
versus postkolonial. Da hat das Präfix die Funktion, gerade die Kontinuitäten von Geschichte zu kennzeichnen. Und post-digital ist jetzt genau in der letzteren Variante zu lesen. Also es geht darum, dass der Neuheitswert von digitalen Wandel sich langsam abgenutzt hat, dass wir alle mit digitalen Tools umgehen und deshalb die gar nicht weiter thematisieren müssen. Und stattdessen bildet Postdigitalität eher so einen Blick auf gesellschaftliche Strukturen, auf kulturellen Wandel, auf sozialen Wandel. Ja, dann gibt es natürlich noch sehr viel Kritik an diesem Post-Präfix. Ich will das jetzt nicht ganz so weit ausholen, aber der Künstler Zach Bless sagt zum Beispiel, dass das so eine leere Formulierung ist, die nur eine Ungewissheit darüber markiert, was eigentlich kommen wird. Oder aber, dass dieses Präfix sehr politisch aufgeladen ist, weil es die Vergangenheit als die Voraussetzung für die Zukunft markiert, was ich wiederum eigentlich gar nicht so schlimm finde. Aber dann gibt es andere, wie zum Beispiel den Kurator Nicolas Bourriaud, der zwar bezogen auf den Begriff der Post-Production sagt, dass das Präfix auch als positiver Platzhalter, als, wie er sagt, Zone of Activity verstanden werden kann, wo es gerade um Gestaltungsmöglichkeiten und um die Offenheiten von Digitalität geht. Und so würde ich das jetzt auch gerne verstehen wollen. Eine wichtige Frage, die immer wieder aufkommt bei dem Begriff der Postdigitalität, also warum braucht man den jetzt eigentlich? Haben wir nicht eigentlich schon genug Begriffe? Ich würde sagen, gerade im Kontext, in dem ich mich bewege, in der kulturellen Bildung, in der Kunstpädagogik, aber auch in der Medienpädagogik, ist der schon noch sehr wichtig, weil er nämlich bestimmte Diskurse markiert. Und zwar bindet er theoretische Ansätze, die sich gerade im Gegensatz zu so Werkzeug- oder toolorientierten Verständnissen von Digitalisierung eher, wie gesagt, auf systematische oder systemische und gesellschaftliche Aspekte bezieht. Und das hat für den pädagogischen Kontext Felicitas McGilchrist, finde ich, ganz schön zusammengefasst. Ich springe mal auf den nächsten Link in der Webtour. Das ist markierte Zitat, die sich mal vor. Sie sagt, mit postdigital oder postdigital bezeichne ich solche pädagogischen Ansätze, in denen es primär um neue Lehr- und Lernpraktiken, Bildungsziele und Vorstellungen von guter Schule in einer digital vernetzten Welt geht. Digitale Technologien sind für diese Praktiken und Ziele notwendig, aber sie sind den pädagogischen Überlegungen untergeordnet. Digitalität wird zum Hintergrund des Alltags. Sie muss nicht mehr explizit als Digitalisierung thematisiert werden, sondern ist lediglich ein Aspekt eines umfassenden Transformations- oder Schulentwicklungsprozesses. Also hier vielleicht auch nochmal auf das Eingangsbeispiel zurückverfolgt. In dieser künstlerischen Arbeit ging es ja auch nicht um die digitale Kamera oder digitale Einstellung, sondern es ging, wie gesagt, um das, was daraus folgt, also soziokulturelle Effekte. Was McGilchrist auch noch weiter unten ausführt, ist, dass Postdigitalität sich irgendwie positioniert zwischen, also weder Technik-Euphorie irgendwie ausstrahlt, noch total im Technik-Skeptizismus versinkt. Also irgendwo versucht diese beiden Pole auszubalancieren. Jetzt mache ich nochmal so einen kurzen, aber wirklich sehr, sehr, sehr kurzen Schwenk in die Geschichte vom Begriff, weil ich schon wichtig finde, nochmal darüber nachzudenken, woher der eigentlich herkommt oder mit welchen Assoziationen der eigentlich verknüpft ist. Meistens wird der im Feld der elektronischen Musik verortet mit Kim Coscone, der um die Jahrtausendwende sich mit diesem Begriff sehr kritisch distanziert positioniert hat. Und ihm geht es darum, Technologie nicht mit solchen modernen Fortschrittsversprechen oder Perfektionsstreben oder mit bestimmten Formen von Zukunftsgläubigkeiten zu verbinden, sondern bei ihm geht es um das Fehlerhafte, um den Bruch. Und das zeigt sich bei ihm zum Beispiel in Form von Brüchen, und die bei ihm thematisch werden, etwa hier bei Glitches. Also das sind muss ich vielleicht nicht besser erklären, aber bildlich oder akustisch erfahrbare Störungen. Und ihm geht es da ganz speziell auch darum, die zugrunde liegenden Strukturen zu verstehen. Also bei ihm ging es noch darum, wirklich handwerklich auch diese Glitches herstellen zu können, zu verstehen, wie Datenstrukturen funktionieren. Ich würde sagen, heute hat sich das verändert. Heute können diese Glitches ja auch zum Beispiel durch gewisse Effekte erzeugt werden. Und
Das heißt, es hat sich so ein bisschen verändert, was so diese Begrifflichkeit angeht. Genau, und diese semantische Veränderung, würde ich das mal sagen, die zeigt sich so ungefähr 2013 im Kontext der Transmediale. Die Transmediale kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist ein Hybrid aus Festival, Ausstellung, Tagung, wo es ganz speziell um die Verbindung von Kultur, Kunst und Technologie geht. Und 2013 merkt man dann so ein bisschen, dass da so ein Eingeständnis kommt von wegen, ja, wir sind immer noch kritisch, versuchen immer noch kritisch, Digitalität zu reflektieren, aber zugleich können wir uns der auch überhaupt nicht entziehen. Das ist in einem Zitat, wird das nochmal ganz deutlich. Das habe ich hier mal markiert. Post-digital, once understood as a critical reflection of digital aesthetic in materialism, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, now describes the messy and paradoxical condition of art and media after digital technology revolutions. Und dann sagen sie weiter nochmal, hier unten, it looks for DIY agency outside totalitarian innovation ideology and for networking of big data capitalism. At the same time, it already has become commercialized. Und hier zeigt sich dann nochmal so dieser Bruch. Also ursprünglich war der Begriff verknüpft mit so anti-institutionell, mit subversiven Kunstwerken. Das hat auch Florian Kramer nochmal ganz gut zusammengefasst. Und jetzt kommt es aber dazu, dass man sieht, dass sowohl ökonomische Überformungen da sind und dass die Gegenwart so digital durchdrungen ist, dass man also sich mittendrin verorten muss. Mittlerweile hat sich der Begriff so stark erweitert, dass er auch nicht nur im Bereich der Kunst, sondern auch in den humanen Sozialwissenschaften und in transdisziplinären Ansätzen unterkommt. Und also wer sich dafür mehr interessiert, ich will das jetzt nicht so trocken weiter ausbreiten, aber dieser Artikel hier, den hatte ich auch verlinkt, der ist da ganz hilfreich. Der macht nochmal so ein bisschen Diskurslinien auf, die mit dem Postdigitalbegriff in Verbindung stehen. Und das sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche, also von Ästhetiktheorien bis hin zu posthumanistischen Ansätzen oder Netzwerktheorien kann man da ganz verschiedene Linien nachvollziehen. Ich will, da ja so eine Begriffsarbeit auch nicht unbedingt spannend ist, in den Bildschirm übertragen, zum Schluss nochmal auf ein praktisches oder ein sehr konkretes Beispiel kommen aus der Kunst, das sich so einem Diskursstrang, würde ich mal sagen, widmet, das ist das der Materialität. Und das ist ganz wichtig, finde ich, weil ja in den 1970er Jahren und auch die Jahrzehnte danach noch immer so stark so eine Verknüpfung von Digitalität, beziehungsweise Digitalisierung, Simulation und vor allem Immaterialität gab, sich auch noch hartnäckig bis heute zum Teil hält. Und dieser Postdigitalbegriff macht es aber vor dem Hintergrund von Internet of Things, von sensorisch ausgestatteten Umwelten und so weiter eigentlich obsolet und sagt, ja, eigentlich ist, müssen wir viel hybridere Räume nachdenken, die immer schon digital durchdrungen sind. Also es gibt quasi kein Analoges, was nicht digital durchdrungen ist. Und zwei künstlerische Arbeiten, die ich finde, das ganz interessant auch darstellen oder zeigen, die will ich hier zum Abschluss nochmal anbringen. Das ist zum einen von Oliver Larrick, Lincoln 3D Scans. Das ist eine Arbeit, die kunsthistorisch bedeutsame oder eben auch bestimmte museale Objekte nimmt, die 3D einscannt und den Datensatz dann online zur Verfügung stellt. Also ich scroll auch hier mal ein bisschen runter, damit man nochmal so ein bisschen visuellen Einblick bekommt, was das so für Objekte sind. Und diesen Datensatz kann man aber nehmen, verändern und dann seine eigenen Werke oder seine Ergänzungen wieder hochladen. Das sieht man dann hier in der Gallery. Und dann sieht man mal, also da sind dann ganz verschiedene Artefakte, also Bilder, GIFs und Videos, ganz verschiedene, zum Teil auch Ergänzungen, die so das sogenannte Original dann verändern. Also ja, hier sieht man das vielleicht ganz deutlich, was da hinzugetreten ist. Und was ich aber eher spannend finde, ist so die Idee, die diese gesamte Sammlung zeigt, dass es nämlich darum geht, museale Güter irgendwie veränderbar zu machen, dass man sie teilt und dass eine Idee eigentlich nur lebendig ist, wenn sie in Verbreitung ist und nicht, wenn sie irgendwo museal verortet ist. Ganz ähnlich macht das ist die letzte Arbeit, die ich zeigen will,
Mohsin Alayari, die mit ihrem Material Speculations, nennt sie das, versucht, Kulturgüter, die durch ISIS zerstört sind in Syrien und im Iran, vor dem Vergessen zu bewahren. Sie rekonstruiert die Kulturgüter, also es steht auch eine ganz umfangreiche Recherche dahinter. Und hier kann man auch den Datensatz von einzelnen Objekten wieder runterladen. Und hier zeigt sich dann auch, dass das sind zum Beispiel so die 3D-Objekte, die sie damit dann druckt. Die haben immer jeweils, hier sieht man das so ein bisschen, einen USB-Stick, den man entnehmen kann. Und das zeigt nochmal so eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Materialitäten, die auch mit dem Begriff der Postdigitalität, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, zusammengehen. Also dass es immer, dass bestimmte digitale Dinge oder Objekte immer in verschiedenen Materialitäten parallel vorliegen. Benjamin Jorissen würde sagen, dass allerdings in Bezug auf eine andere Arbeit, das eigentliche Werk ist in hybriden Räumen eingebettet. Es ist gleichzeitig Code, digitales Objekt und materielles Objekt. Und das finde ich halt, das ist ein Diskursstrang oder ein thematischer Strang, der sich mit dem Begriff des Postdigitalen verbindet, nämlich das Verständnis, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von verschiedenen Materialitäten, Aggregatzuständen und genau, das zeigt sich zum Beispiel auch an diesen Arbeiten. Aber das war jetzt mein Angebot und falls ich doch zu schnell gewesen war, können wir auch gerne nochmal, also kann ich gerne nochmal auf Fragen eingehen. Sehe ich das richtig, dass sozusagen dieser Begriff der Postdigitalität vor allem auf sich auf digitale Technologie bezieht? Also diese Einbettung jetzt digitaler Technologien in unsere Lebenswelt und die Selbstverständlichkeit, mit der wir mit diesen digitalen Technologien arbeiten. Ist das so richtig? Oder weil man kann ja Digitalität auch noch sehr viel grundlegender betrachten. Also man kann ja den Begriff der digitalen Gesellschaft auch jenseits, oder was heißt jenseits, also schon mit digitalen Technologien, aber sozusagen nochmal viel grundsätzlicher betrachten. Und da erstmal meine Frage, bezieht sich das vor allem jetzt auf die Anwendung, auf die Selbstverständlichkeit, mit der wir mittlerweile mit digitalen Technologien umgehen? Ich würde sagen, das ist die Ausgangsbasis, genau diese Einbettung, die eigentlich vor sich hat, diese ganzen Optionen, die wir damit haben. Aber wie ich zum Beispiel in diesem Zitat von McGilchrist gesagt hatte, es geht dann halt trotzdem darum, der Mensch steht im Vordergrund, das Soziale steht im Vordergrund und das Digitale definiert das immer schon. Aber wir müssen jetzt nicht über den Binärcode nachdenken, sondern können über zum Beispiel soziale Interaktionen nachdenken im digital durchdrungenen Raum. Ja, wenn ich da einhaken darf, Oliver zielt, glaube ich, auf die Theorie von Amin Nasehi ab, der sozusagen das Ganze aus systemtheoretischer Perspektive auseinandergenommen hat und davon spricht, dass die Gesellschaft oder die moderne Gesellschaft, dass die schon immer digital gewesen wäre. Er führt da die Zählbarkeit ein. An der Stelle schon wird es mit Nasehi problematisch, würde ich sagen, weil also Volkszählungen und Ähnliches und das Volk wissen, was da so los ist. Das war auch schon also zu Jesus-Zeiten, um mal ein Beispiel nur zu nennen, schon ein Merkmal. Und was Dirk Becker mal auch dazu geschrieben hat, und der also ist auch als Systemtheoretiker unterwegs, der hat auch mal festgehalten, dass also es nicht ausreicht, die Welt, wie Nasehi das macht, nur als verdoppelt zu betrachten, sondern er sagt, die würde sich auch vervielfachen an der Stelle. Und wir müssen vor allen Dingen viel mehr Referenzsysteme berücksichtigen. Also der Mensch sozusagen ist dabei mit seinen verschiedenen Referenzsystemen, das haptische, das Gehirn, das kulturelle, noch die technische Dimension und halt das Gerät selber in seiner Wirkungsweise. Also er hat viel mehr Referenzsysteme als nur diese digitalen 0 und 1 und 2. Und das Postdigitale greift das halt auch mit auf. So würde ich das zumindest verstehen. Gibst du mir da recht, Christine? Ja, so würde ich das auch sagen. Ich finde das schon auch wichtig zu schauen, welche kulturhistorischen Bedingungen es gibt, die Digitalität ermöglicht haben. Also dass sie nicht aus dem Nichts kommen, sondern dass sie immer aufbauen auf unter anderem zum Beispiel Zählsysteme oder bestimmte dichotome Unterscheidungen, die wir gemacht haben. Also so eine Digitalität ist ja nur so oder unter anderem auch so entstanden, weil wir bestimmte kulturelle Bedingungen haben, die dem vorausgegangen sind. Also das finde ich schon mal so als Kontextualisierung sehr wichtig mitzudenken, weil sonst spricht man halt von digitaler Disruption, die so vielleicht nur
ja, subjektiv erfahren wird, aber gesellschaftlich und auch gerade, wenn man sich verschiedene gesellschaftliche Umbrüche wie bei Becker anguckt, sieht man schon bestimmte Kontinuitäten auch, ja.